Okay, du gehst jetzt einfach da vorne hin, ja? Gelbe Markierung, sei einfach locker, sei frei, sei du selbst. Ich muss jetzt los, aber ihr macht es schon, ja? Viel Spaß. Kein Moment noch. Okay, I'm ready. Wir sind zu dem Casting gekommen. Übers Internet, da war eine Anzeige drin. Mit der rechten schön die Flasche umschließen mit allen Fingern. Nein, Position, ja genau. Kopf ein bisschen mehr zur Kamera drehen. Und höher das Kinn. Noch ein bisschen. I don't know. Was interessiert dich da dran? Vor der Kamera stehen ist einfach lustig. Aber kannst du es irgendwie, also ja. Dann müsstest du die Sachen halt auf den Punkt bringen. Das können wir jetzt noch mal probieren. Hallo meine Süßen, ich bin die Coco und ich würde gerne jetzt meinen eigenen YouTube-Channel machen. Ich wäre gern oder würde gerne werden Sängerin, Schauspielerin oder Tänzerin, je nachdem, was sich ergibt. Ich habe mich auch gerade in einer Schauspielschule beworben und ich tanze auch Ballett und andere Kurse mache ich auch. Und ich würde eben schauen, dass ich euch dann überall hin mitnehmen kann und euch alles Mögliche zeigen. Und ja, ich hoffe, es gefällt euch dann auch und bin gespannt, wann mein erstes Video rauskommt. Ja, tschüss! Ja, ich hätte dich nach 3 Sekunden weggeklickt. Warum? Ja, ich weiß nicht, du bist ja überhaupt nicht so, wie du jetzt gerade tust. Du bist ja total schüchtern gerade. Wie jetzt? Schau, du brauchst irgendeinen Drive. Stell dir vor, ich stehe da und ich habe so die Maus unter mir und der Cursor ist am X. Und sobald du mich langweilst, klicke ich dich weg. Und du kämpfst jetzt die ganze Zeit darum, dass ich dich nicht wegklicke. Und ich werde jetzt mit meinem ersten neuen YouTube-Channel anfangen. Ja, hallo, Caesar spricht. Ich rufe an wegen dem Sparkles, also diesem Mineralwasser-Casting. Das war letzte Woche. Ja, ich wollte fragen, ob es da schon Ergebnisse gibt oder irgendwas Neues. Ja, genau. Okay. Ja, ja, kein Problem, hier kann man nichts machen. Nächstes Mal vielleicht. Ja, Jenny. Na, ich will mein Paul-Video machen gerade. Ja, klar. Ja, keine Ahnung, der hilft mir halt. Was geht heute am Abend? Weiter. Okay, also. Und? Fuck. Ich glaube, du hast genug gelesen. Geht's? Das erinnert mich an so den grausigen Porno, den mir der Paul geschickt hat am Handy. Genauso aus. Porno Paul? Ja, wer ist das? Das ist ein urgriniger Typ. Der ist überhaupt nicht grinnig. Der ist sehr grinnig. Du kennst ihn. Grinnig. Der hat meinem Bruder in den Spind geschissen. Ja. Aber er schaut nicht gut aus. Ja, das schon, aber er ist einfach urgrinnig. Keine Ahnung, warum du mit dem Zeit verbringst. Keine Ahnung. Du warst noch gar nicht dran, Jenny, oder? Ja. Das soll auch so bleiben. Nein, nein. Goschen auf jetzt. Nein.
Corinne, es ist schon 7:30. Hey. Ja, ist da rechts wie in einem Schnapsladen. Mathe fällt aus. Und weißt du, noch einmal kannst du es ja nicht wiederholen. Ja, Mama, ich weiß es, danke. Du bist momentan ganz schön watschen bei mir. Ja, es tut mir leid, es ist gerade viel los, es ist echt gerade stressig. Passt schon. Ich muss eh los. Da passt aber nicht viel zum Schreiben da. Das steht ja alles nachher im Internet. Ist auch besser für die Bäume und die Umwelt und sowas. Ciao, Mann. Hallo, Süße. Du, ich werde zum Weg. Wie lange ist deine Mom weg? Eine Woche circa. Ey, wenn du das kaputt machst, dann bin ich echt im Arsch, gell? Okay. Was machst du jetzt? Das ist voll heiß. Ah, Scheiße. Game over, Jen. Nein. So. Fertig? Fertig? Ja. Gut, los geht's. Yo, yo, Leute, was geht ab? Hallo! Wir sind wieder auf dem Coco Chanel unterwegs und heute mit Channel. Hallo! Mit ihrem eigenen. Ja, Channel. Und wir haben uns überlegt, wir werden heute was ganz Spezielles, Besonderes für euch machen. Überraschung folgt gleich. Ich habe mich beworben, oder nicht beworben, ich habe mich angemeldet im Internet für ein Musikvideo von Myrack, der ein Ausschreiben gemacht und ich habe mich da einfach angemeldet und ja, und ich werde tatsächlich zu diesem Musikvideo gehen, ich wurde tatsächlich ausgewählt. Was fucking cool ist. Was fucking cool ist, Mann. Und wir werden heute dazu zu Hip-Hop und dergleichen einfach ein Styling-Tutorial machen, aber richtig, richtig cool ist, wird man dann sehen. Richtig, richtig cool. Und ja, euch zeigen, wie man sich stylt für Hip-Hop, ja, für Swag. Ja. Yo. Yo. Yo, yo, yo. Yo, yo. Ist alles okay? Bin nur müde. Ich hab die Absage von der Schauspielschule gefunden. Suchst du jetzt schon immer Mist oder was? Die Choreografie zu tanzen. Ich glaube, es ist mehr so ein, das Lied fühlen, ja. Das Lied irgendwie so erleben und. Hallo? Hallo? Servus, grüß dich. Du bist die? Coco. Ah, genau. Genau. Cool. Schön, dass du da bist. Hi, Norita. Hi. Weißt du, was wir machen?
Also ja, so. Musikvideo. Ja, genau. Bravo. Was wir wirklich, also was wir machen ist, wir haben hier, das ist Sebastian, unser Sänger, okay, ja, Star des Videos. Okay. Und wir haben dann nachher noch so ein bisschen eine Szene mit so Rettungssanitätern. Das hört sich ein bisschen komisch an, aber an sich ein sehr cooles Konzept. Ja. Okay? Okay. Gut. Dann, gut. Ja, dann machen wir eh schon weiter. Ihr kennt euch aus? Ja. Du kennst dich aus, wo die Garderobe ist? Ja. Okay. Ich glaube, ich kenne dich eh von irgendwoher. Cool, dann könnt ihr gleich drinnen das besprechen. Danke. Ja. Energie, komm. Jetzt achte einfach. Mit dem Kopf durch die Wand. Männer rauchts. Mit dem Kopf durch die Schrieb. Ich glaube, was wir machen müssen, ist einmal kurz überlegen, wegen der Choreografie, das hat er nicht ganz hingehauen. Ich glaube auch, dass zu viele Leute im Bild sind. Gas, Gas geben, alles Gas geben, jetzt haben wir... Bam, bam, bam. Nach vorkommen. Jo, Leute, es ist Coco Chanel Zeit. Ich habe euch erzählt von dem Musikvideodreh. Super geil was. Ich war dann halt auch nicht so viel dabei, weil ich wollte dann halt schon noch mehr was für euch machen, damit ihr auch viel zu sehen habt und so. Und es war ja eigentlich was Scheiße, ja, aber trotzdem, es war einfach nicht so leibend, weil die Leute einfach irgendwie gedacht haben, ja, sie sind so toll und so und sich eigentlich so lächerlich gemacht haben. Ich mir nur gedacht, um Gottes Willen, wo bin ich hier gelandet? Keine Ahnung, hätte ich wahrscheinlich mal mit den Titten gewackelt oder mich ausgezogen, ja, wäre ich wahrscheinlich die ganze Zeit im Bild gewesen. Es war einfach nicht so voll. Das löscht ihr eh raus, oder? Oder löscht das? Hey, Mom. Ja, ich komm gleich. Ich muss nur noch was fertig machen. Was machst du gerade? Ja, Schulsachen. Mir geht's mit jedem Tag beschissener. Ich weiß nicht, wie lange ich das noch aushalte. Ich wollte das echt, aber anscheinend kann ich es halt einfach nicht. Und was willst du mir damit jetzt sagen? Dass ich einfach genug von dem habe. Okay, und danke. Mach es bitte gleich noch einmal. Pass ein bisschen auf deinen Sympathiewert. Du bist eine Alte, die so meckert. Bleib ein bisschen offener. Du bist die Hauptfigur in dem Film. Wir müssen dich mögen. Ja? Also dein Schmerz muss auch unser Schmerz sein. Wenn du uns auf die Nerven gehst, bist du nicht die Hauptfigur. Also bleib ein bisschen offener in dem ganzen Ding und jammer nicht vor dich rum. Es ist essentiell. Das ist wichtig für dich. Ja? Und wir laufen und wann immer. Aber du warst doch bei GZSZ. Hast du es dann noch nötig überhaupt, dass du zu solchen Castings gehst? Ja. Warum hast du da überhaupt aufgehört? Weil ich... Es hat gereicht. 2 Jahre, es reicht. 2 Jahre reicht? Ja, 2 Jahre reicht. Ich glaube, ich würde nie aufhören. Wenn ich das mal machen würde, dann wäre ich da.
Und wie bist du dazu gekommen? Zuerst zu GZS? Ja. ich hatte eine kleine Rolle und dann wurde die Rolle immer größer. Und wie bist du zu der kleinen Rolle gekommen? Was? Bist du von der Presse oder was? Nein, aber mich interessiert das. Über die Agentur. Und wie bist du zu der Agentur gekommen? Würden mich die nehmen? Wenn du so dreist bist wie generell, dann ja, wahrscheinlich. Na, aber was müsste ich da machen? Also nur dreist sein. Nimm mir ein paar Fotos, schick ein paar Fotos hin. Nur Fotos? Ja, nur Fotos. Okay, die rechte Schulter noch ein bisschen vor. Okay, und jetzt schau mal da nach hinten. Und wenn ich jetzt sag, dann drehst du dich zu mir und schaust genau in die Kamera. Das finde ich auch super. Das findest du schön? Na, bist du deppert. Aber kannst du es auch schneller machen? Ja, wie ist es gut oder wie ist es schnell? Ja, beides. Ja, sowas? Ja, mehr. Ein bisschen mit Botox? Mehr noch. Nein, größer. Was? Das ist schon so wie der Joker. Schaut doch schon super aus, oder? Ja, willst du mich verarschen? Alter, jetzt chill mal eine Runde aus. Mama! Kannst du mir das bitte erklären? Hörst doch mal auf, in meinen Sachen rumzusuchen. Wurscht, ich muss eh gehen. Wohin? Schule. Wann bist denn du in Wirklichkeit das letzte Mal dort gewesen? Was willst du jetzt von mir hören? Wie stellst du dir das vor? Wie soll das weitergehen?
Wie möchtest du einmal eine Arbeit finden? Wer sagt, dass ich das will, Alter? Glaubst du, ich hab Lust, die nächsten 40 Jahre in einer Scheißversicherung zu hacken, um einmal im Jahr nach Scheiß-Ignano alleine hinzufahren und dort meinen Scheiß auch noch selber zu kochen? Fix nicht, Alter! Hey, das wird schon wieder. So schlimm ist deine Mama da nicht. Lass mir das. Das wird alles scheiße. Schauspielerin, Sängerin oder Tänzerin werden, irgendwas in die Richtung. Kannst du dir was fürs Video überlegen in der Zwischenzeit? Ich mache mal Frühstück. Ja, passt, ich bin eh schon dabei. Ich habe euch erzählt von dem Musikvideodreh und das Video ist super geil, was? Besondere Talente, wie keine Ahnung, mit den Ohren wackeln oder Augen rollen, werde ich euch nicht zeigen. Das kann ich. Das löscht ihr eh raus, oder? Warte, löscht das. Toast oder Semmel? Müsli. Okay, ich habe jetzt gerade keine Ahnung, was ich eigentlich mache. Aber keine Ahnung. Ich verstehe nicht, wie man immer alles falsch machen kann. Ich meine, ich bin in jeder Situation, ich bin permanent nur der Trottel und ich habe einfach keine Lust, immer das Arschloch zu sein. Ne?
meine Mama, ja, sie verlangt die ganze Zeit irgendwas, aber ich kann dem einfach nicht gerecht werden. Ja. Sie sagt, mach was, tu was, die Schule, keine Ahnung was. Aber wie denn verdammte Scheiße, wenn ich es nicht kann? Und mein bester Freund einfach, weißt du, er holt sich einen drauf runter, dass ich nackt im Bett liege. Ich meine, was ist das für eine Scheiße? Und ich tue ja und ich mache und ich gehe zu jedem Scheiß-Casting. Aber irgendwie, egal was ich mache, ist es nie gut genug. Und ich weiß einfach nicht, wie das noch weitergehen soll, weil anscheinend hat nichts von all dem überhaupt irgendeinen Sinn. Ich komme vor wie der letzte Loser einfach. Ja. Aber es ist nicht so, als würde ich nichts machen, ja, weil ich tue ja was, aber es passt trotzdem nicht, ja, egal was es ist. Fuck, ich bin so eine Opfer. Das ist so deppert. Scheiße. Herzlich willkommen, meine Lieben, im niegelnagelneuen Coco Chanel Studio. Ja, wie ihr seht, ganz neu. Die, die mir schon länger folgen, wissen ja, dass ich eine sehr schwierige Phase hinter mir hatte, wo ich halt echt gedacht habe, dass gar nichts mehr geht. Und so ist dann eben auch das Nervous Breakdown Video zustande gekommen mit und weinen und heulen und ich bin so scheiße. Und was ich aber echt nie gedacht hätte, ist, wie viele gute Zusprüche ich dadurch bekommen habe. Also total viele liebe Kommentare, Follower auf aller Ebene, Facebook, Twitter, whatever. Also einfach überall dabei und total nett. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Das hätte ich mir echt nie gedacht. Mich total gefreut. Auch ganz, ganz viele Angebote. Total viele Leute habe ich jetzt um mich herum. Also neues Studio, da darf ich jetzt drehen. Voll geil. Also ich fühle mich total wohl und finde es auch voll schön. Alles ein bisschen professioneller jetzt eben. Keine Worte einfach. Also vielen lieben Dank. Ich habe auch ein neues Angebot bekommen, was ziemlich der Hammer ist, aber ganz geheim, also ich darf es noch gar nicht sagen, also ich kündige es jetzt nochmal an und beim nächsten Mal werde ich es euch dann verraten. Und bis dahin sage ich vielen, vielen, vielen lieben Dank. Also vielen Dank für alles, bin total happy, total glücklich, ich weiß gar nicht mehr, wie man das noch toppen kann. Wünsche euch einen wunderschönen Tag, wie immer, wie jedes Mal und bis bald. Tschüss. Danke aus, du hast die Endcard vergessen, also Likes, Kommentare, abonnieren. Machen wir es gleich nochmal? Okay. Und bitte.